Hallo zusammen, da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe Battle Scarn und Dö mit Eddie. Grüß dich. Guten Morgen. Ja, ich würde sagen, nach der letzten Serie, die ganz in meinem Sinne lief, ist es wieder ganz knapp zusammengerückt. Du hattest ja schon einen kleinen Vorsprung rausgearbeitet, aber auch solche Serien gehören beim Skat dazu, ne? Allerdings, ja. Gut, dann lass uns mal ohne große weiteren Worte ins Geschehen eingreifen. Gut Blatt. Gut Blatt, Daniel. Ja, das, da wird ja wohl die Oma sich vollgesogen haben, so wie auch hier. Ja. Ah, guck mal, wir toben uns mal ganz gemütlich warm. So, guck mal, die Einschläge kommen näher. Die Einschläge kommen näher, aber noch nicht nah genug. Bei dir auch? Ich hatte schon anderthalb Einschläge. So, jetzt habe ich einen, dem ich nicht widerstehen kann. Die Findung packen wir mal genauso, wie sie ist, wieder an die Seite. Und sagen, dann ist es wohl doch kein Grang geworden. Dann müssen wir beim Herz bleiben. Ja, was sagst du? Spielt man den denn? Ach komm, ich glaube, den spielt man mit Trumpf von unten. Und Kreuz steht zu dritt, doch es nützt, es schadet mir nicht allzu viel. Da wir schon drei eingepasst haben, können wir dieses Spiel ja ein bisschen spielen. Okay, okay. Na gut. Wenn ich abschmeiß, spielst du mich einfach einen Trumpf ein, ne? Und dann kriegst du noch einen, dann kriegst noch einen Stich extra. Nee, das machen wir, das wollen wir natürlich nicht. Was ist? Kleiner Aufmerksamkeitstest am Morgen. Habe ich bestanden. Hast du bestanden? Ja, nein. Doch, siehst du, war doch. War doch, wäre fast gewesen. Hier sind wir wieder so an der Kante. Aber wenn eben gut lacht, dann liegt jetzt sicher nochmal gut. Tatsächlich. Ich dachte, du glaubst nicht an Theorien. Ja, aber man muss doch ein bisschen Spaß machen. Ein paar Nebelkerzen zünden. Ja, guck mal, deswegen habe ich nur einmal offen gespielt, damit ich vielleicht mal ein kleines Tempochen in Herz bekomme. Habe ich auch bekommen. Hätte die Schneider-Variante gewesen sein, unter Umständen. Gut, ich kann jetzt abwerfen, dann kriege ich noch. Die Dame kriegst, ne? Mehr gibt's nicht. Kriege ich noch die Dame und die Dame bringt mich auch nicht nach vorne. War gar nicht so schlecht. Der Bauer im Skat bei deinem K.O. war gar nicht so schlecht. So schlecht war der nicht. So, jetzt dachte ich gerade, ich hätte Nulluver, aber bei neuerer Durchsicht der Bücher ist es vielleicht doch gar kein Nulluver. Da müssen wir vielleicht doch nur Null spielen. Da bin ich ja auch mal gespannt. Da machen wir mal nur ein geschlossenes Nulli-Lein. Das ist echt lustig. Kein Überspiel. Kein Überspiel außer ein Karo. Da ist es dann ganz egal, was ich gehalten habe, ne? Na gut, in Herz hast du natürlich ein Überspiel, aber dann ist das Thema auch offen erklärt. Da ist es egal, was du gehalten hast. Ach so, du hättest auch 7, 8 Dame im Pik halten können. Ja, okay. Ja, dann müssen wir das akzeptieren. Wollen wir mal gerade, wo es so ein bisschen läuft, hier die Geschichte ein bisschen durchkneten. Jetzt habe ich ein besseres Gefühl. Für wen? Für wen? Das ist ja wirklich kein schönes Spiel.
Ah, da müssen wir noch mal ein bisschen. Da müssen wir noch ein bisschen links und rechts die Karten durcheinander stecken, damit du nicht siehst, was ich drücke, ne? So. Ich glaube, das ist egal, was du drückst. Ja. Nee. Ah, aua. Ja, ich glaube, ich fürchte irgendwie, du hast recht. Woher wusstest du denn, dass die Karte sowas von unrund steht? Ich hatte Übersicht. Ich gebe auf. Das ist ja ganz egal. Meine Güte. Ja, die 18 hätte man wieder nicht sagen sollen, aber naja, zwei Alte in Ass, eine 10 zu dritt, guck dir mal den Skat an, du. Du hast Leider nach der Kategorie ist mir noch nie passiert. volles Verständnis, hoffe ich, ne? So. So. Da haut er ein Ass auf den Tisch. Tja, wahrscheinlich war das nicht der beste Aufschlag. König, Lusche, Doppellusche, die Tausende. Wie Tausende. Ja, hier, ein Kreuz Warum habe ich nicht schon die mal. Tausende? So, das sieht ja insofern erfreulich Ach, aus. König, Lusche. Oh, wieder zu schnell gespielt. Eieiei. Eddie, machst du da irgendwelche Geräusche? Ich höre so ein Klopfen gelegentlich. Klopfst du da auf Holz oder was machst du da? Nee. Okay. Was denn ist es der Osterhase? Das ist ja auch keine Frage, dass der hier im Moment ein bisschen auf den Busch schaut. Ja, was habe ich ja jetzt wirklich ganz unglücklich gespielt? Ja, aber. Herz König Zwischenzug wäre vielleicht gar nicht so uninteressant gewesen nach Kreuz Ass. Ach ja, ich habe eigentlich nicht auf Holz geklopft, aber. Wobei das wenn man noch kein Spiel gemacht hat, hätte man das vielleicht mal versuchen können. So, ich bin im Moment in der Phase, wo ich immer direkt wieder legen kann, was Alles sich zweimal gefunden hat. offen. Aber alles doppelt offen, immerhin. Einfach Ich gewonnen. den stecke ich jetzt mal. Gut. Spielanteile sind ja wieder hier. Es ist manchmal ein bisschen einseitig. Gestern war ich der stolze Beobachter von so einem schönen Lauf. Oh, jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's wieder los. Rang oder Farbe? Da sind wir wieder mit unseren. Ach, der muss auch als Grand, glaube ich, gehen. Der muss auch als Grand gehen. Kreuz zu dritt, Jungs zusammen, Herz in einer Hand. Also, der kann auch schon mal besser stehen. Noch besser. So, den spielst du als Grand zweimal offen. Also jetzt, bei anderen Menschen hätte ich jetzt gefragt, ob du auf Superman-Heften geschlafen hast letzte Nacht, aber weißt ja meistens, was du tust. So, warte mal, wie machen wir das jetzt? Wir müssen irgendwie Druck erzeugen. Ja, mit zwei Jungs, vier Pik ist das, glaube ich, gar nicht so schwer, ne? Und ohne Herz und nur ein Kreuz. Ah. Ja, Ja. der soll Ich nicht so sitzen. glaube, das werde ich jetzt sogar attraktiv so gestalten. Ich glaube, das muss gut sein. Vielleicht habe ich mich mit dem auch verzockt. Ich spiele meistens zu Na. schnell, ja. Aber das sieht erstmal sieht das logisch aus, was ich da Ja. gemacht habe. Erstmal sieht das logisch aus. Ich glaube, da kannst du dich gar nicht so sehr verzocken, ne? Achso, das ist gut. So, was machen wir? Aha. Was wirst du wohl gleich spielen? Pik war vermutlich. Ich glaube, wir werden mal eine Herz jetzt nochmal rausschubsen. So, jetzt sollte man mal anfangen, das Spiel nicht zu schnell zu spielen. So. Tja, was hat der Eddie noch? Der hat noch viermal Pik, zwei Bauern und Karo, drei Stück, ne? Ich hoffe mal, dass das Auge keine Rolle spielen wird. Ich denke mal, 21 Pik, Lusche, Pik, Das Ass. Auge, wenn du jetzt zwischen Pik Ass und Karo 10 nicht entscheidest, dann sage ich, dann tu doch Pik Ass rein. Ich glaube, das wäre dann der entscheidende Die Pik Unterschied. 3-3-Stellung zu zelebrieren, das kann wahrscheinlich nicht gut sein. Nee, das stimmt. Komm, hier So. hast du mal einen kleinen Appetitanreger. Ja, auf diesen Appetitanreger habe ich aber Hast du schon das ganze Leben gewartet, genau, habe ne? ich schon gewartet, deswegen
Lassen wir den jetzt mal. Und dann muss ich Lassen wir natürlich. den mal laufen. Da musst du nochmal Pik spielen dann. So, jetzt habe ich Appetit gekriegt. Jetzt hast du Appetit. Das ist auch, glaube ich, gar nicht so verkehrt, was du da gemacht hast. So. Gut, aber ich stehe jetzt auf 31 und kriege Kreuz Ass 10 oder gibt es dann noch eine Lösung für, dass ich die nicht kriege? Ich weiß es gar nicht. Kreuz 10, Kreuz Lusche K. Gibt's doch keinen anderen Weg dahin. Ja. Könntest du jetzt noch elegant Herz Dame abwerfen, dann würde ich Kreuz Ass auch noch kriegen. Ja, ich mache hier nochmal einen Zündzug in Herz. Du bist doch Ja, das mal. ist gut. Das kann auf jeden Fall nicht verkehrt sein. Ich Du warte bist trotz. doch Du mal so. kriegst hier auf Du jeden bist Fall doch jetzt noch. mal so hungrig, wenn es um so kleine Könige geht. Genau so ist es. Genau so ist es. Ach, So. Pik hast du auch noch. Einen Krieg habe ich noch zur Überraschung. 45, meine Güte, habe ich viel gekriegt. So, Mensch, und die Aber Glocke. gut gefunden hast du diesmal Kreuz Ass 9, aber du wolltest ja nicht Herz Der zweimal war für dieses und der war für das Spiel 11. Ja, Mensch, aufnehmen. Eddie steht 0-0 und liegt 30 vorne. Ja, so schnell kriegt man das Ding an die Wand gefahren, du. Ja, Herz doppelt offen. Es kam mir, ich will fast sagen, ein bisschen unsportlich vor, aber ja, da sieht man, ich glaube, unsportlich beim Skat ist eine Kategorie, die gibt es eigentlich in dem Fall zumindest nicht, ne? Beim Ondeux, ich glaube, da geht man, da kann man sich nur selbst umkreisen, ne? Das glaube ich auch, ja. So, ich gebe dir eine Chance. Ach, das ist aber lieb. Das ist aber eine sehr, sehr kleine Chance. Aber so wie ich ihn gedrückt habe, war nicht theoretisch. Deswegen, ich hätte ja auch so drücken können, dass ich, aber ich wollte nicht so, Spiel einfach gewonnen. Das sieht jetzt danach aus, ja. So. So, Daniel, Einladung zum Tanz erneut nicht eingenommen. Nee, hier ist tote Hose jetzt. Man könnte fast sagen, das ist jetzt die verdiente Strafe. Eieieiei, krank, zweimal offen, Schneider ausgelassen. Siehst du? Das könnte das Break-Spiel gewesen sein. So, jetzt noch mal ein bisschen Wiedergutmachung. Oh, die Findungen sind wirklich schlechter geworden. Die Findungen sind Ich habe kein schlechter. gutes, Daniel, ich sage dir erneut, ich habe kein gutes Gefühl für dich. Für mich hast du kein gutes Gefühl. Also, Nee. erste Vorwarnung, es sitzt wieder unschön. Es könnte zumindest sein, dass es unschön sitzt. 18. Ich bin ja immer noch für diese Variation hier zu haben. Ach, Ach komm. Daniel, Komm. einschüchtern. Komm, Auch. ich lasse mich doch nicht von dir nicht ins Boxhorn jagen. Guck mal an. Bauern sitzen wieder zusammen. Karo und ein Blanker und nur ein Pik. Was ist denn hier heute los? Hier ist ja Was wirklich ist der. denn hier los? Und du hast die Vorwarnung von mir nicht ernst Na. genommen, auf jeden Fall. So, was mache ich denn jetzt überhaupt? Stell Ich dir muss mal mal. vor, ich spiele jetzt hier den Kreuz. Nach dem Motto, ich Ja, drücke ich. null Augen Karo und spiele den Kreuz. Der wäre aber auch nicht so richtig nett geworden, ne? Ich bin auch nicht so nett geworden. So, ich lade jetzt Herz 10. Das ist logisch. Ja. So, Karolusch, Überraschung. 14, 25, 35. Jetzt schon Abwurf Pik Lusch? Nee. Warum auch 35? 45. So, Kreuzstich ist noch draußen. Herzkönig habe ich auch gedrückt, ne? Also du hast fast Standkarte. Das Dumme ist nur, dass 45 liegen, ne? Abwurf, Pik Lusche, Pik Abstich, Einstich, Pik Lusche, Pik Abstich. Ist halt so, ne? Und vor allen Dingen, es war ja noch nicht Ende, denn Karo steht auch noch wieder 4 zu 1. Tja, jetzt habe ich aber Standkarte. Hui, oh, wie schön ist Panama. Hui. So, guck mal an. Jetzt sind wir doch mal da, wo wir sein wollen. Da, wo die Musik spielt. Ich spiele jetzt auch mal so einen Bekloppten. Ja. Vielleicht ist ja eine ganz Der kleine. ist tatsächlich etwas besser.
Kommen wir denn? Was machen wir denn Ich habe überhaupt? irgendwie so das Gefühl, dass diese Liste von Daniel ein kleines Ostergeschenk sein sollte. Diese Gangs zweimal offen. Ja, mit Schneider gewonnen. Jawohl. Ja, ich würde Ja. sagen, wir sind am Ende der Geschichte. Mensch, 2:0, Eddie. Da hast du dich ja wieder sehr bedeckt gehalten, aber das muss man sagen, große Spiele dann gemacht. Ich habe auch zwei große Spiele gemacht. Ich glaube, das Elend ging schon in Spiel 11 los. Da, Wahrscheinlich, gut. das waren vielleicht schon keine 18. Und ja, gut, man muss natürlich sagen, man verliert diese Gangs jetzt nicht jedes Mal, ne? Da müssen schon immer die Jungs zusammenstehen und noch so ein paar andere Unglücke dazukommen. Nein, aber es gibt auch noch was Positives, jetzt mal abgesehen davon, dass ich die Liste gewonnen habe. Man hat erneut gesehen, dass der, der einlädt, nicht immer gewinnt. Ne? Das war ja jetzt zweimal hintereinander der Fall. Und Schön, dass du das nochmal, dass du das nochmal reingestellt hast. Hier war vielleicht die Chance schon gegeben. Wobei, ja, na klar, wobei, aber wobei, 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 mit den beiden schönen Spielen wäre es vielleicht sowieso eine knappe Geschichte gewesen. Aber gut, anyway, jetzt haben na gut, wir. du kannst den einen Gang auslassen und den Herz zweimal offen dafür für den anderen Gang spielen und ja, aber Dies Spiel hier es wurde. wird trotzdem knapp, ja. Ich danke, Eddie. Jo, danke Auf Daniel, Wiedersehen. bis dann.